Herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wie man unschwer erkennen kann, ich war wieder beim Friseur und meine Haare sind mal wieder für mich persönlich viel zu kurz und ich hasse dieses kurz nach dem Friseurgefühl, weil ich ungefähr eine Woche brauche, um mich erstmal wieder an meine Haare zu gewöhnen, weil ich die kurz danach einfach immer viel zu kurz finde. Ich finde den Unterschied einfach immer so krass und ich habe auch schon ein Bild auf Instagram gepostet, da haben ganz viele gesagt, doch, sieht gut aus und bla bla bla. Aber ich finde es trotzdem viel zu kurz. Ich weiß nicht, das ist so eine richtige Macke von mir, dass ich irgendwie immer nach dem Friseur unzufrieden bin. Ich hoffe mal wirklich, dass es mehr von euch haben. Aber da ist mir auch die Idee gekommen, ich habe eigentlich noch einige Macken, die vielleicht auch jetzt nicht jeder hat. Und ich dachte mir, die könnte ich euch auch heute einfach mal erzählen. Und damit es auch ein paar mehr Macken werden, habe ich auch noch meine besten Freunde gefragt, was im Nachhinein eigentlich gar keine so gute Idee war, weil das war wie so ein Freifahrtschein für die, einfach mal sich total auszulassen und alles zu sagen, was sie an mir stört, aber von dem her erstmal Grüße an meine besten Freunde, Dankeschön. Ja, und ich würde sagen, wir legen jetzt los mit meinen anderen Macken, die ich sonst noch so habe. Was ganz oben auf meiner Liste steht, ist, was ich wirklich überhaupt nicht leiden kann, wenn jemand mit seinem Besteck, also mit Messer und Gabel in seinem Teller rumfuhrwirkt und da irgendwelche ekligen, hohen Geräusche macht, die quietschen und was weiß ich, anstatt dass man einfach das Fleisch einfach so schneidet, schön noch ins Teller reinschneiden und dann gibt es so ein quietschiges Geräusch, das die anderen teilweise gar nicht hören, aber irgendwie ich schon. Und ich finde, das ist eines der schlimmsten Geräusche, die es für mich gibt. Ich kriege Gänsehaut, ich kriege Aggressionen, ich finde es ganz arg schlimm. Deswegen, falls ihr bei mir in der Nähe seid und irgendwie was esst, versucht bitte nicht irgendwie zu kratzen. Ganz schlimm ist es auch, wenn die ganze Familie irgendwie dort sitzt am Essenstisch und jeder klimpert und jeder kratzt irgendwie in das Teller rein. Ich könnte wirklich an die Decke gehen, das geht gar nicht bei mir. Das nächste, was mir auch total unangenehm ist und ich habe überhaupt keine Ahnung wieso, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand seine Füße so überschlagen hat und dann baumelt der eine Fuß rum und ich komme an den Fuß hin und dann baumelt der so. Ich hasse es, ich weiß nicht warum, aber ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn ich da dann hinkomme, dann denke ich mir immer so, aha, irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber es ist so. Bitte aufhören damit in meiner Nähe. Dann, was ich auch nur überhaupt nicht leiden kann, wenn man mit seinen Fingern hier oder hier irgendwo hier reinpickst in diese Umgebung. Ich hasse dieses Gefühl, ich zuck da immer so zusammen. Ich weiß nicht, ob's, weil ich kitzlig bin oder so, aber es machen so viele Leute und wieso, okay, ich mach's auch, aber wieso macht man das bei mir? Ich hasse dieses Gefühl. Manchen macht es ja echt gar nichts aus, aber ich zuck da total zusammen und ich finde es ganz, ganz schlimm. Für das nächste werde ich wahrscheinlich am öftesten so im Real Life so verurteilt. Und zwar kann ich es nicht leiden und es kann nie jemand nachvollziehen, wenn jemand aus meiner Flasche oder aus meinem Glas trinkt oder ich aus anderen Flaschen oder Gläsern trinken muss, wo jemand anders schon rausgetrunken hat. Ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich mich da so anstelle, aber soll ich wirklich mal aus deiner Flasche trinken, dann kann es entweder sein, dass ich kurz vorm Verdursten bin oder es einfach ein Versehen war, du mir wirklich was bedeutest oder ich der Meinung bin, dass Alkohol desinfiziert. Das sind so meine vier Ausnahmen, die sein könnten. Aber sonst wird es schwer, dass ich aus einer anderen Flasche trinke. Mir fällt gerade auf, das Video tendiert eher dazu, eine Anleitung zu sein, wie man mich total nerven kann. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem mal weiter. Und zwar mit einer Macke, die man nicht so von außen beeinflussen kann. Ich hasse es, wenn meine Hände oder meine Füße so komplett warm sind. Ich kann es überhaupt nicht leiden, gerade wenn ich schlafen will und meine Füße sind total warm oder meine Hände sind warm. Ich würde es am liebsten in Eiswasser stellen. Da könnt ihr mir mal schreiben, ob es da euch auch so geht. Könnt ihr das auch überhaupt nicht leiden? Oder allgemein, wenn irgendwas ist, was ich schon mal erwähnt habe, schreibt mir das in die Kommentare, dann fühle ich mich nicht ganz so allein mit meinen Macken. Und wenn wir schon beim Schlafen sind, ich schaue mir fast jeden Tag zum Einschlafen eine Folge Die Nanny an oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall gehe ich dann immer auf YouTube, gebe Die Nanny ein, mache die Helligkeit auf ganz runter und höre da einfach zu zum Einschlafen. Ich kann irgendwie so am besten einschlafen. Das ist eine richtige Routine jetzt schon bei mir und ja, das ist irgendwie auch so eine Macke, weil ich sollte nicht jeden Tag irgendwie zum Einschlafen irgendwas anhören müssen, wie so ein Kind bei einer Kinderkassette. Ich hoffe, das geht irgendwann wieder weg. Eine Macke in Bezug auf andere Personen ist zum Beispiel, dass ich ziemlich misstrauisch bin. Also ich bin schon offen und so, aber trotzdem, ich erzähle niemals zu viel. Also ich bin sehr, sehr übervorsichtig. Es gibt nur ganz wenige Personen, und da kann ich es mir auch nicht erklären, die mir von Grund auf so sympathisch sind, dass ich mich fühle, wie wenn ich ihnen alles erzählen könnte. Aber ich bin relativ misstrauisch und vertraue Leuten überhaupt nicht schnell. Aber auf der anderen Seite ist es dann so, wenn zum Beispiel ich was weiß, was eine andere Person wahrscheinlich dann erst später erfahren wird, wie zum Beispiel ein Geburtstagsgeschenk, das ich ihr schenken will, aber ich weiß, was es ist, dann gebe ich der Person immer so kleine Hinweise, aber nie so wirklich so, dass die irgendwie zusammenpassen, sondern ich will sie einfach nur so voll heiß drauf machen, weil mir das mega viel Spaß macht, wenn die dann so sagen so, hä, jetzt sag halt und hä, was ist es und ich mag es sehen und ich mag es wissen und hier und da und jetzt erzählen. Aber dann mache ich sie irgendwie trotzdem voll heiß drauf, sodass es so kurz davor ist, das zu haben, aber am Ende sage ich es dann doch nie
Und das macht andere Personen in meinem Umfeld schon ziemlich zum Verzweifeln. Deswegen jetzt erstmal sorry bei jedem, bei dem ich das schon mal gemacht habe. Ich mache das echt total gern, weil ich das immer witzig finde. Wenn ich dann einfach so voll drauf rumstochen kann und ich weiß ja was, was du nicht weißt. Und ich habe da immer voll meinen Spaß dran, aber die anderen finden das, glaube ich, ein bisschen nervig. Und speaking of ein bisschen nervig, ich kann manchmal schon ein bisschen nervig werden, wenn mir zum Beispiel langweilig ist, wenn wir gerade irgendwie im Freundeskreis irgendwas machen und mir ist da gerade langweilig oder mir passt es gerade überhaupt nicht, ich habe da überhaupt keine Lust drauf, dann kann ich schon ziemlich nervig werden. Dann mache ich nämlich irgendwie immer was anderes, sodass es den anderen manchmal auch keinen Spaß mehr macht. Da kann ich mich auch schon mal entschuldigen, falls ich das irgendwann mal wieder in Zukunft mache, weil ich werde dann anstrengend. Wenn mir irgendwas überhaupt nicht in den Kram passt und ich da überhaupt keine Lust drauf habe und man macht es trotzdem, dann bin ich leider ein bisschen nervig. Das tut mir leid. Das ist eine nervige Macke von mir, nervig zu sein. Ziemlich nervig. Ja, das war's wieder großteils mit meinen Macken, dass ich ein bisschen handysüchtig bin, wie ungefähr jeder zweite Jugendliche und jeder YouTuber, das brauche ich nicht zu erwähnen, oder dass ich alles kaputt mache, das habe ich auch schon öfters erwähnt, deswegen, ja, das waren so meine großteils alle Macken, die ich so habe. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwelche YouTube-Macken habe, die ich immer so mache. Gibt es sowas überhaupt? Keine Ahnung, ist mir gerade spontan eingefallen. Ja, jetzt entlasse ich euch wieder mit meinen letzten beiden Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, falls es euch irgendwie unterhalten hat. Ich würde mich freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Was war das Schlimmste, was du bisher auf YouTube erleben musstest?